Adventskalender, 20. Dezember. Geschichte eines Pfefferkuchenmannes von Paul Richter. Es war einmal ein Pfefferkuchenmann, von Wuchse groß und mächtig, und was seinen inneren Wert betraf, so sagte der Bäcker, prächtig. Auf dieses glänzende Zeugnis hin erstand ihn der Onkel Heller und stellte ihn seinem Patenkind, dem Fritz, auf den Weihnachtsteller. Doch kaum war mit dem Pfefferkuchenmann der Fritz ins Gespräch gekommen, da hatte er schon, aus Höflichkeit, die Mütze ihm abgenommen. Als schlafen ging der Pfefferkuchenmann, da bog er sich krumm vor Schmerze, an der linken Seite fehlte fast ganz sein stolzes Rosinenherze. Als Fritz tags drauf den Pfefferkuchenmann besuchte, ganz früh und alleine, da fehlten, oh Schreck, dem armen Kerl ein Arm schon und beide Beine. Und wo einst saß am Pfefferkuchenmann die mächtige Habichtsnase, da war ein Loch und er weinte still eine bräunliche Sirupblase. Von nun an nahm der Pfefferkuchenmann ein reißendes, schreckliches Ende. Das letzte Stückchen kam schließlich durch Tausch in Schwester Margretchens Hände. Die kochte als sorgliche Hausfrau draus für ihre hungrige Puppe auf ihrem neuen Spiritusherd eine kräftige, leckere Suppe. Und das geschah dem Pfefferkuchenmann, den einst so viele bewundert in seiner Schönheit bei Bäcker Schmidt. Im Jahre 1900. Ich wünsch euch einen fröhlichen Pfefferkuchenschmaus heute am 20. Dezember. Eure Eva.